Microphone activated. So, da bin ich wieder. Hast du dir die 6x Punzi-Sticks rausgenommen? Nee. Wo waren die drin? Ja, in der linken Kiste unten. Der linken Kiste unten. Darf ich alle nehmen, ja? Ja, klar. Okay, ich hab's extra für dich gebaut. Danke dir. Ich gehe dann wieder nach oben und hole einen Nachschub. Ja! Wenn hier so viele Zombies sind, die könnte man auch noch überlegen, ein paar Punchies hinzubauen. Ja, habe ich ja. Aber erstmal ist ja eure Sicherheit beim Looten die sichere. Na ja, klar. Und das Dumme ist, wenn ihr mit einem Auto zu nah ranfahrt, dann beschädigt ihr das Auto dann auch, ne? Ja, deswegen die Auffahrten, die würde ich schon freilassen. Ein Weg, aber rundherum. Hab ich. Okay. Ich habe bloß links und rechts hingebaut, wo die Zombies ab und zu stehen. So, da hinten die Hütte hatte nur eine Tür, ja? Ja, sind auch Punzi-Sticks davor gebaut. Okay, ich glaube, da renne ich mal kurz dahin. Kannst du mal gucken, ob du vielleicht einen Bogen findest? Mhm. Oder eine Schusswaffe. Eine Rippel ist meistens da. Boah, ich mich jetzt erschrocken. Ja. Oh, hier sind Radios. Ich bring mal alle Radios mit und ein Baseball-Bat. Nee, den lasse ich mal liegen. Die Baseballschläger kannst du liegen lassen, außer er ist aus Stahl, weil so ein Stahlding, das kann man mal so mitnehmen. Aha. Den Hammer lasse ich hier, eine Crowbar lasse ich hier. Jetzt auch alles einschmelzen, Hammer. Ja, aber ich muss einen Hammer hier oben lassen, ganz einfach aus dem Grund, wenn wir dann Reparaturkit haben, reparieren wir den Hammer. Und derjenige, der dann hier oben ist und sich einloggt, kann mit dem Hammer dann mal durchreparieren. Ja, ich verstehe. Eine Mütze, die schreddern war. Metal Frame Sunglasses, nee. Ach, übrigens, wir haben 62 mal Kaffee, ne? Was? Kacke? Kaffee. Was willst du denn mit Kacke? Doch scheiße. Naja, aber für die Ernte. Ah, hier sind auch hier diese Kollektoren, 3 Stück. Sind auch gut voll. Ja, sag dich ja. Also, falls wir dann mal brauchen sollten und noch stehen, können wir dann da auch schnell mal holen. Was? Bed Wars? Bed Wars. Ich, wer noch kein Radio hat, ich bring jetzt mal eins noch mit, ja? Ja, ich, ja. Dann drückt man nämlich die 7, wenn man das dann so eingestellt hat, und dann kann man nämlich auch in-game sprechen. Also in der Gruppe sprechen. Ja, auch über die ganze Jetzt Karte. Jetzt muss man mit aber anderen. Vorher das Radio einschalten. So, ein Radio. Hol du das Radio. Brauchst du eins? Oh, ihr habt da einen Haufen Leichen rumliegen. Hallo? Brauchst du ein Radio? Hallo, ich hab eins. Hättest du gehört, wenn du dein Radio angeschaltet hättest, Mann? Entschuldigung, ich hab's ja noch nicht angeschaltet. Nabendeig. So, jetzt hab ich's an. Das war aber schön. Warte. Und auch hallo. Sie empfangen die Zombiewelle Nordost. Heute eine starke Strömung von Zombies aus Südwesten. Bitte nehmen Sie sich in Acht. Ja. Entschuldigung, ich sag ja, ich bin müde. Wenn ich müde bin, laber ich eine Menge Scheiße.
Schlimmer als sonst. Ist eure Schuld, ihr wollt das so haben, also müsst ihr damit leben. So, Romiatik, habt ihr heute für ihn jetzt in die Stadt weiterlooten? Ja, ich muss mich aber kurz nochmal leer machen, hier oben gleich. Alles klar. Was habe ich bekommen? IM? Was ist denn IM? In-Game-Message? Und wenn ja, nee, habe ich nicht. Denke ich mal. Und welche Base meinst du? Die, auf der wir jetzt gerade stehen? Die steht erst neu. Also wahrscheinlich warst du denn nicht bei uns, Dyke. Würde ich schwer schätzen. Das war bestimmt eben der Irre, der mit der Axt da in der Stadt auf uns, auf den Zombie eingehauen hat. Ja. Wesen sein. Man kann auch irgendwie über die ganze Karte sprechen, ne? Ja, das ist mit der Mittelmaustaste. Über die ganze Karte? Also, dass man überall, egal wo man ist, das hört? Ja. Nein, wo zwei Hütten stehen, die klein mit den Spikes davor, dann ja. Nee, aber mittlere Maustaste war doch nur in nähere Umgebung, öffentlich. Ich meine, ja, das Radio. Die Leute in der Nähe, wenn du über die mittlere Maustaste sprichst. Also ich habe schon Leute gehört, die waren gar nicht in meiner Nähe und... Okay. Weil ich kenne das über das Radio eigentlich. So, das Radio schalte ich jetzt mal ein. Kanal 1. Irgendwie konnte man... Microphone muted. Test 1, 2, 3. Hallo, mein Radio ist an. Also das hier ist die Gruppe. Das hier müsste komplette Kommunikation über die ganze Insel sein. Das ist so, ne? Ja, also weißt du, was komisch ist? Ich habe ja eigentlich H1Z1 auf meine Kopfhörer gelegt, ne? Siehst du? Ja. Und höre aber jetzt Romiat über meine Lautsprecher. Hello and welcome to my Romiat Island. I hope you enjoy the show and have some fun. Romy, du übersteuerst total. Shut the fuck up! Microphone übersteuer, okay. Kannst natürlich den Kanal dann ändern, ne? Ich übersteuer total. Settings, Sound, Voice. Hallo, 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 ist da jemand? Hilfe, ich brauch Hilfe, hallo, hallo! Los, komm, Titi, komm, Eva, du übersteuerst auch total. Ja, keine Ahnung warum. Ist halt übers Radio. Microphone muted. Boah, der hat mich angefixt. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil eigentlich sprechen wir leise und die Settings sind komplett runtergesetzt. Microphone activated. Ja, da genau. Die eine Hütte, da ist die Tür, da ist keine Tür drin. Die Hütte ist ja auch nicht von uns. Wir haben uns da gestern nur mal so frecherweise einquartiert. Wenn wir da mal was bauen wollen. Hui. Als Notunterschlupf gewesen. Also ich hätte hier noch zweimal Rabbit Meat, falls da... Ja, könntest du eigentlich hier in die Kiste reinpacken, bis ich dann wieder da bin. Hier unten, guck mal. Ach ja, schmeiß mal hin da. Heb mal auf, du alter Sack. Nee, Daik, alles gut. So, ihr müsstet dann, wenn ihr dann wieder loslatscht, gucken, dass ihr auch diesen normalen Schrott kriegt, weil davon haben wir nicht mehr viel. Der normale Schrott ist einfach nicht diese Plates, ne? Also das Scrap Metal. Das Scrap Metal, okay. Das kriegen wir und, hin. Wenn ihr keins findet solltet, dann nehmt mit, was ihr so kriegt und dann gehen wir mal gemeinsam los mit Essen und Trinken und sammeln dann mal in den Außendörfern ein. Ja, wir besorgen uns einfach ein paar Kobas und dann läuft das schon. Ja, das Problem ist, in der Stadt, da ist schon alles abgegrast, soweit ich das mitgekriegt habe. Da ist heute Mittag schon einer durchgelaufen. Ja, das stimmt. Wir haben uns wirklich einen schönen Platz gesucht. Das Problem sind nur die Zombies. Nee, sollen wir noch mehr in die City gehen irgendwie? Dass wir erstmal kurz... Ja, ihr beide könnt schnell gehen. Also ich hole jetzt das Rest noch runter. Ja, ja.
Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir noch in die City. Ja, machen wir auf jeden Fall mal einen kurzen Zwischenstopp in der Feuerwehrstation, ne, falls wir Zombies am Arsch haben, von da aus weiter Richtung Romeros. Ja, würde ich auch sagen. Willst du jetzt die Zeitstation könnte auch mal vorbeigucken, da ist dann ab und zu mal Munition in den Schränken. Und Zucker. Ich war irritiert. Die Zombie-Apokalypse sieht nah an meine Nerven. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Überall diese Monster mit roten Augen. Manche davon schreien mich einfach an, obwohl ich ihnen nichts getan habe. Leute, eine dringende Durchsage. Ich weiß nicht, wie ich diese Zombie-Apokalypse überleben soll. Ich habe keine Schuhe mehr und es gibt nirgends mehr Schuhe, Leute. Schuhe, ich brauche Schuhe. Oh mein Gott. Also, keine Ahnung, aber Eva ist gerade 50 Kilometer entfernt und ich hab's gehört. Ja, ja, über die 7-Taste ist das. Numpad 7. Ja. Ist halt die Gruppen. Nee, Gruppe ist, glaube ich, 1. Nee.